Ja, jetzt heute erzählen wir denn das 13. Kapitel von Titus, den Abenteuerjungen. Wie ihr wisst, war der Titus in eine ganz tiefe Höhle drinne und ganz da unten, da waren kleine Menschen und diese Menschen haben einen wunderschönen Spaziergang durch den unterirdischen Fluss mit dem Titus gemacht. Durch den was? Unterirdischen Fluss. Oh. Und das hat so viel Spaß gemacht, weil der in dem Wasser atmen konnte. Der Titus, der brauchte nicht vom Wasser rauszugehen. Und dann konnte er so viele wunderschöne Fische und Pflanzen dort unten sehen. Und dann am Ende des Tages kam er am Ende des Flusses an und haben dort übernachtet, weil es schon zu spät war. Der sechsstündige Tag war schon rum. Der Tag hatte nur 6 Stunden. Und am nächsten Morgen, als sie aufgewacht sind, da hatte Titus nicht geglaubt, was sie gesehen hat. Der hat einen wunderbaren Teller voller leckere Sachen gesehen. Naja, eigentlich wusste er gar nicht, ob das so lecker war, weil er das noch nie probiert hat. Dann hat er für die hat das auch gesehen? Das war ein ganz bunter Teller. Und das hat so ausgesehen wie ganz leckere Süßigkeiten. Und dann hat er Titus für seinen Freunden Felix gefragt, was das wäre. Dann hat der Felix gesagt, du sollst das mal probieren. Dann hat der Felix eine runde, rote Dings genommen und hat es in seinen Mund reingesteckt. Oh, war das himmlisch lecker. Das hatte so geschmeckt wie die beste Gummibärchen mit ganz, ganz leckere Schokolade zusammen. Wow. So was Gutes hatte der noch nie in seinem Leben gegessen. Ja, der war so voller Freude, dass er so gute Sachen essen konnte. Und dann hat er noch was anderes probieren wollen. Da war noch was, das war so ein blaues Ding, das hatte ein Loch in der Mitte und war so wie ein Viereck. Und dann hat er gedacht, das sieht auch interessant aus. Wollen wir das auch mal probieren. Und als er das in den Mund reingetan hat, da wurde sein Mund blau. So wie der Bonbon. Ganz, ganz blau. Aber das hat trotzdem gut geschmeckt. Das war nur zum Lachen. Weil immer wenn er seinen Mund aufgehabt und gemacht hat, da war sein Mund ganz, ganz blau. Ich denke, das war Food Coloring. Ja, das war Farbe, meinst du? Nee, das war keine Farbe. Der hat den Felix gefragt, Felix, was war denn das für ein Bonbon? Dann hat der Felix gesagt, das war kein Bonbon, das ist eine Wurzel, die wächst unter der Erde von einem besonderen, guten Baum, den wir hier haben. Du liebe Zeit, sowas wollte ich auch in meiner Welt haben. So Bäume, die so gut schmecken, die so eine leckeren Früchte bringen. Ah, der Felix sagt, na, vielleicht kannst du dir mal ein paar mitnehmen, ein paar Bäume oder ein paar Früchte und versuchen, ob du die da pflanzen kannst in deiner Welt. Da hat er gesagt, das ist eine gute Idee, das werde ich auch machen, wenn ich wieder zurückgehe. Und dann auf einmal hat er sich erinnert, dass er ja schon Tage weg war von seinem eigenen Haus. Oh weh, Felix, mein armer Opa, meine arme Oma. Die vermissen und suchen mich bestimmt schon überall. Ich bin doch schon so viele Tage weg. Ich muss wieder zurück, Felix. Ich muss wieder zurückgehen. Ja, aber wie komme ich denn da zurück? Und die kleinen Menschen haben das gehört, was der Felix im Zaren war, der Titus. Und dann haben sie gesagt, wir kennen einen Weg zu deiner Welt.
Was? Hat der Felix gesagt. Felix hatte noch nie von den Titus seiner Welt gehört. Dann haben die kleinen Menschen, die in der Höhle wohnen, gesagt, wir schon. Das ist eine ganz komische Welt, wo die Menschen leben. Da ist das nicht so schön wie hier bei uns. Wir wissen, wie man da hinkommt. Wir wissen das. Und dann hat der Titus gesagt, bitte, bitte, könnt ihr mir zeigen, wie ich dann wieder zu meiner Welt komme, damit ich wieder zu meinem Großvater und Großmutter hingehen kann? Und dann haben die kleinen Menschen gesagt, gerne zeigen wir dir das. Da ist noch ein unterirdischer Fluss. Der ist noch geheimer und den zeigen wir normalerweise keinen Menschen. Aber du bist ein lieber Mensch. Und dir werden wir diesen geheimnisvollen Fluss zeigen. Aber wir können nicht mit dir schwimmen, du musst ganz alleine schwimmen. Warum? Weil die Angst hatten, in die Welt von den Menschen hineinzugehen. Dann haben sie gesagt, so Titus, du kannst in den Fluss alleine gehen und dann musst du so weit du kannst schwimmen. Bis du gar nicht mehr so richtig atmen kannst, dann bist du schon dicht bei deiner Welt. Und dann hat er gesagt, aber ist das nicht gefährlich? Dann haben die gesagt, nein, das ist nicht gefährlich, du musst nur ganz schnell schwimmen. Aber wie wissen die das, dass du seine Welt hinbringst? Weil die das schon studiert haben und die wussten das irgendwie. Denn da ist schon mal ein kleiner Mensch von denen dazu in die Welt der Menschen gegangen. Und dann sind sie mit dem Titus geschwommen und das Wasser bis sie zu dieser ganz heimlichen Höhle ankam. Und das war ein ganz kleines Loch, das zu diesem Fluss, diesem unterirdischen Fluss in der Höhle ging. Das wieder zurück zu dem Titus seiner Welt gehen würde. Und als sie dicht bei diesem geheimnisvollen Fluss ankam, hat der Titus dem Felix eine ganz starke Umarmung gesagt, ach Felix, war das super, dich kennenzulernen. Hat der Felix gesagt, aber Titus, bleib doch noch ein bisschen hier. Ich wollte so toll noch mit dir noch mehr Sachen zeigen und dann hat der Felix gesagt, warum kommst du nicht mit mir mit? Das wäre doch super, wenn du mal meine Welt kennenlernen würdest. Und dann hat der Felix gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Aber wie kommt der dann zurück? Und dann hat der Titus wusste schon, wie man zurückkommt. Aber vielleicht hat das wieder geändert. Ja, aber das wusste er ja nicht. Dass er da, der wusste aber, wie man zu dieser Welt kommt, weil er ist ja da hingegangen. Dann hat der Felix gesagt, aber Titus, ich habe dem Papa und meiner Mama gar nichts gesagt. Ja, du kannst doch die kleinen Menschen oder die Bäume sagen, dass sie deinen Eltern sagen, wo du bist. Und dass du bald wieder zurückkommst und ich werde doll auf dich aufpassen, dann brauchst du keine Angst haben. Und dann hat der Felix gesagt, oh, ja, na ja, ich habe so viel Lust zu dir zu gehen, mit dir mitzugehen und mit dir deine Welt zu spielen. Aber, und Papa und Mama. Und dann hat der Titus gesagt, ja, das ist nicht richtig einfach von Papa und Mama so abzuhauen. Dann wird Papa Mama sich zu viele Sorgen machen. Vielleicht sollten wir doch schnell wieder zurückgehen zum Titus sein und Felix und Papa Mama und mit ihnen darüber sprechen. Und das haben sie dann auch gemacht, die zwei Freunde. Dann sind sie den ganzen Fluss wieder hochgeschwommen. Bis es abends war und dann war es so müßig. Was ja da bei den kleinen Menschen ihre Höhle nochmal geschlafen haben. Und am nächsten Morgen, als sie aufgewacht sind, sind sie von der Höhle rausgegangen
und wieder dahin, wo ihr kleines Boot war. Und dann sind sie in ihr Boot rein und ganz, ganz schnell zu Felix und Papa und Mama gefahren. Aber die haben ganz viele leckere Sachen von den kleinen Menschen hier in der Welt mitgenommen, weil diese Sachen alle so gut schmecken. Und als sie bei Felix im Haus ankamen, haben sie erst mal seinen Papa und Mama alles erzählt, was da so passiert war. Und dann haben sie noch ein bisschen gespielt und haben gesagt, heute Abend, wenn es dunkel ist, werden wir mein Papa und Mama unsere Idee sagen. Und als es dunkel wurde und sie schon Abendbrot gegessen haben, da gingen sie und haben gesagt, Papa, Mama, kann ich mit euch mal alleine sprechen mit dem Titus? Haben sie gesagt, natürlich, mein Lieber. Dann sind sie in der Stube hängen, haben sich alle auf den Sofa gesetzt und dann hat der Titus erzählt, dass der Titus schon so lange von seinem Opa und Oma weg ist und dass sie ihn bestimmt alle vermissen und dass er auch so gerne zu Titus an die Welt gehen wollte und dass diese kleinen Menschen den Weg dahin wissen, ob sein Papa und Mama das erlauben würden. Dann haben sie gedacht und gedacht und gedacht und haben ganz viele Fragen gestellt, haben dann für den Felix gesagt, ja, aber wenn du wieder hierher kommen möchtest, weißt du, wie du das machst? Und dann hat der Felix gesagt, natürlich, so wie der Titus hierher gekommen ist, so werde ich auch wieder hierher kommen. Hier wäre er von diesem Wasserfall da unten beim See rauskommen, so wie der Titus. Und dann haben sein Papa und Mama gesagt, naja, wir werden jetzt mal schlafen gehen und dann werden wir darüber nachdenken. Und morgen früh geben wir dir eine Antwort, okay? Oh, Papa, bitte lass mich doch gehen, hat der Felix gesagt. Papa hat gesagt, nein, Felix, Papa und Mama werden das jetzt mit viel Ruhe besprechen. Und morgen, wenn du aufwachen tust, dann sagen wir, ob du gehen kannst oder nicht. Ausgemacht? Na, hat Titus gesagt. Felix gesagt, ausgemacht. Und dann sind sie in ihr Bett gegangen und haben ganz doll geschlafen. Und hier endet das 13. Kapitel unserer Geschichte. Oh. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, ich will sie.